Boss-Time in Demon's Souls. Liebe Leute, wir ziehen gegen den Turmritter in die Schlacht. Und ja, schauen wir mal, ob wir den schaffen. Ich war schon ein, zwei Mal drin, hab den schon ein bisschen probiert, wie da die Taktik und so läuft. Aber jetzt werden wir schauen, vielleicht legen wir den jetzt auch mal. Wir schauen einfach mal. Ich habe schon ein bisschen Taktik überlegt. Wir schauen einfach mal rein. Ich bin natürlich da ein bisschen ruhiger, weil ich da konzentriert bin in dem Kampf. Und genau, wir hoffen mal das Beste. Gut, Leute, ich würde sagen, wir starten. So, Leute, im Inneren angekommen, rennen wir natürlich gleich rechts vorbei an dem Turmritter. Und ihr fragt euch bestimmt, ja, warum ich jetzt hier hochrenne und die Gegner stehen lasse. Ganz einfach, es geht hier nämlich noch um eine weitere Trophäe, die wir erhalten können. Das wäre, einer wird fallen, das ist eine Silber-Trophy. Und dafür dürfen wir halt diese Gegner hier nicht killen. Das heißt, ich zeige es euch hier ein bisschen, wie ich es mache. Ich will die hier runterschubsen. Dafür drücke ich einfach mit meinem Zauberstab auf R2, so dass die runterfallen. Genau, ihr seht schon. Und sie sterben halt nicht. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, wenn wir es von hier oben machen und wir alle Gegner runtergestoßen haben, dass wir eigentlich ja so ziemlich unsere Ruhe haben und uns die Gegner hier nicht auf den Geist gehen. Genau. Das müssen wir jeweils auf jeder Seite dreimal machen, da da drei Gegner stehen auf jeder Seite. Und zwei stehen noch im Tunnel drin. Die interessieren uns aber nicht weiter, weil uns die auch nicht treffen. Genau, jetzt renn ich gerade auf die andere Seite rüber. Nimm mir noch den Loot gleich mit. Zunehmendes Mondgras. Und genau. Jetzt seht ihr es hier. Jetzt kommen die nächsten drei Gegner, die ich auch mit R2 praktisch runterschubse. Genau. Und der nächste Gegner. Genau. So, damit wären jetzt alle Gegner erstmal unten. Genau, wie machen wir jetzt den Turmritter? Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich so ein bisschen das richtige Konzept gefunden habe. Am besten immer schön anvisieren, immer schauen, dass die Energie voll ist. Habt genug Kräuter dabei, damit ihr euch auch heilen könnt, weil ab und zu wird er uns auch treffen. Genau, ich habe oben den Kopf anvisiert, ihr seht es, und habe dann immer gewartet, bis er kurz vorm Ausholen ist. Und genau, dann trifft man auch recht gut. Wie gesagt, immer aufpassen, dass euch die Strahlen nicht treffen. Ab und zu werden sie euch bestimmt vielleicht mal treffen. Dann tut es halt mächtig weh. Genau, da bin ich schon wieder getroffen. Das ist eigentlich schon das ganze Spiel, Leute. Was hier das Problem war, also was ich zum Schluss bekomme, wie wir jetzt dann zum Schluss noch sehen, er hat sich dann so ein bisschen ins Eck verkrochen. So, damit wir ein bisschen ein Problem hatten, ihn zu treffen. Ich habe dann aber eigentlich eine ganz gute Lösung gefunden und habe das mit dem Bogen gemacht. Das kommt dann ein bisschen später im Video, also bleibt dran. Dann seht ihr es auch, wie ich es dann zum Schluss gemacht habe. Hat sich dann alles ein bisschen in Länge gezogen. Was hier wichtig ist, Leute, wenn ihr die ein paar Mal trefft, dann irgendwann kippt ihr mal um und fällt hin. Dann habt ihr drei, vier Angriffe frei, kann man sagen. Dass man den richtig Damage fahren kann. Das kommt auch später. Genau, das ist eigentlich schon das ganze Spiel bei dem Boss. Ich werde jetzt mal ein bisschen vorlaufen lassen, werde noch ein bisschen Musik mit reinlaufen lassen, damit ihr nicht hier den ganzen Kampf sehen müsst. Ihr könnt es halt im Vorlauf sehen, weil sonst ist es ein bisschen langweilig und dauert auch zu lange. Ich werde dann zum Schluss vom Kampf auch noch mal ein bisschen was sagen. Und ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen und wir hören uns dann in ein paar Minuten wieder. Also ein paar Minuten, ein paar Sekunden, besser gesagt, wenn es hier vorgelaufen ist. Also ich werde dann auch ein paar Mal die Seite wechseln. Genau, dass er dann richtig steht. Gut, Leute, dann bis gleich. To protect your
to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. So, und damit sind wir auch am Schluss von dem Kampf jetzt angelangt. Ich habe noch natürlich ein bisschen was rausgeschnitten, damit es nicht zu lang wird. Den letzten Teil vom Kampf, ich sag mal so, ja, das letzte Fünftel mache ich mit dem Pfeil und Bogen. Ihr seht es jetzt gleich. Müssten wir natürlich erst ein bisschen ausjustieren, euren Bogen, damit ihr den optimal trefft. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Versuche dafür und dann haben wir den auch. Genau. Nehmt euch auch genug Pfeile mit. Ich hatte ja da noch einige Pfeile gefarmt gehabt. Aber jetzt nicht für den Boss, sondern für den Drachenboss. Das ist übrigens auch schon ein kleines Video auf meinem Kanal. Ihr könnt auch mal reingucken, wie ihr den Drachenboss macht. Genau, und wenn ihr den dann ein bisschen ausjustiert habt, jetzt geht er wieder weiter hinten ins Eck. Das war das, wo ich ganz am Anfang gesagt habe. Da stand er halt einfach so blöd und da musste ich irgendwas anderes einverlassen, weil der da hinten auch gar nicht mehr rausgekommen ist. Ihr müsst auf jeden Fall warten, bis er natürlich wieder zaubert. Und wenn sein Kopf weit unten ist und ihr habt die richtige Position, dann trefft dann auch. Genau, da habe ich ihn getroffen. Und das ist auch schon der ganze Spuk, Leute. Damit liegt er dann auch. Ihr habt die zwei Trophäen. Einer wird fallen und die Turmritter-Trophäe habt ihr damit auch. Also alle zwei Trophäen, was ihr hier erreichen könnt. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Wird mir alles sehr, sehr gut gefallen. Und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.